Hallo Leute und herzlich willkommen zu Let's Play GTA 5. Naja, okay, nicht Let's Play, Let's Fun. Ja, Los Santos ist es besser. Das gefällt mir auch besser. Ja, ich habe gedacht, hey, ich habe das Spiel, ich habe ein Game Capture Device, ich habe absolut keine guten Video-Settings, wie man hier sieht. Ich Let's Play es einfach mal, also nicht Let's Play, verdammt nochmal, Let's Fun. Och, ich habe gerade die Handbremse betätigt. Ja, ich muss erst noch drauf klarkommen, dass ich auf meinem Laptop-Bildschirm GTA 5 zocken kann. Ich habe hier ein ziemlich kleines Fenster, ich sehe nicht besonders viel vom Spiel. Ich habe hier richtig die Video-Settings extrem anpassen müssen, dass ich irgendwie was sehe. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob ich jetzt gerade in 1080i oder in 720p aufnehme. Ich wollte eigentlich in 720p aufnehmen, aber irgendwie... Ja, Roxy Game Capture Device ist unbedingt das Beste. Also okay, eigentlich schon, es ist eigentlich schon ganz gut und so, aber es ist halt, ja, man hätte das ruhig noch ein bisschen besser machen können. Und ich bin Kirschi, das sollte eigentlich schon einiges sagen. Das war eine untypische Hupe für einen Laster. Laster. Mir fällt das Wort nicht mehr ein. Trecker. Genau, Trecker wollte ich sagen. Hier sind Gleise. Ich wette, dann crash ich um! Au. Close enough. Erstmal ein bisschen chillen. Oh, okay. Also, ich wollte da noch dazu erwähnen, ich habe das Spiel durch. Also schon, ich habe es am 17. mir direkt geholt und am 20. um 8.45 Uhr hatte ich es durch. Einfach, weil ich es kann und ich Kirschi bin. Warum lädt er jetzt so lange? Ich hol mir gleich noch eine Zigarette, du. Wo sind die? Wo habe ich meine Zigaretten? Leute, habt ihr mir meine Zigaretten geklaut? Oh nein, habt ihr nicht. Okay. Ihr habt sie nur versteckt. Das ist in Ordnung. Was ist das jetzt? Ach so, das ist die Übersicht über die Dinge. Mieteinnahmen. Ich könnte ja jetzt auch Cheats anwenden, aber ich will ein bisschen so spielen. Und außerdem, wenn ich jetzt nach Cheats gucken müsste, dann müsste ich das Spiel wieder vorsehen und so eine Scheiße und das will ich euch nicht antun. Ich höre doch wieder. Da drüben fahren Autos. Ich hol mir da jetzt was. Wie wär's mit einem Fight gegen die Polizei? Man hat zwar keine Chance, aber hey, es ist lustig. Ja, du und dein Hub. Fick dich doch. Ich wollte nicht auf ihn drauf, oh mein Gott. Damit war zu rechnen. Was ich hier... Glaub ich dir. Das Lustigste ist, ja, man kann hier... Aua. Ich werde gleich wieder umgefahren. Ich will euch was zeigen. Man kann hier gezielt Scheinwerfer eintreten. Wenn er mich nicht die ganze Zeit umfährt! Okay, das war nicht gezielt Scheinwerfer eintreten. Aua. Dieser Hurensohn. Dieser Haiwan. Na, da hinten kommt noch ein Auto. Ich laufe schon mal ein bisschen drauf zu. Los. Ist das ein Zug? So, man kann hier gezielt... Okay, bei dem geht's nicht. Bam! Ihr habt's gerade gesehen, er hat's angesetzt, aber es ging halt nicht, weil der Kerl einfach über mich drüber gefahren ist. Hey, mir geht's gut, ich lebe noch. Ich guck mal kurz, was ich für Waffen habe. Okay, ich habe für alles keine Munition mehr, stimmt. Ich habe ja mich von der Polizei einmal verhaften lassen, um zu sehen, was dann passiert. Ach, verdammte Scheiße, das meinte ich. Aua, ich habe gerade richtig Pech, ich kann es einfach nicht zeigen. Falls euch wundert, warum ich so scheiße klinge, ich habe gerade eine Zigarette im Maul. Wisst ihr, dass es nicht so einfach ist, über ein Game Capture Device aufzunehmen? Ich muss hier separat mit Outer City meine Audiospur aufzeichnen. Das hier wollte ich zeigen, ja Mann, aua. Ja, das habe ich mir auch gerade so gedacht. Du bist verfickt nochmal über mich drüber gefahren. So, jetzt habe ich meinen Aschenbecher geholt. Ich warte nur auf das nächste Auto. Oh, Zug, Zug, Zug! Auf den Zug kann man draufspringen, wenn man gut ist. Mal gucken, ob ich gut genug bin. Let's see! Da, einer von denen. Au, ich bin nicht gut genug. Nicht, zumindest nicht heute. Oh, man! Ja, das hätte ich auch gesagt, Franklin. Hätte ich auch gesagt. Ey, ey Auto, ey Auto, halt an, halt an. So, das gönne ich mir jetzt einfach mal, weil sie einfach selten was Besseres umfährt. So, dann setzen wir uns jetzt mal, er wollte hinterher, setzen wir uns einfach mal einen Punkt, ich bin jetzt nämlich gerade nirgendwo, hier in der Stadt. Ja, das hier ist noch eine Nebenmission, die man machen kann. Also, ich kann GTA 5 auch gerne mal für euch durchspielen, aber ich bin jetzt aktuell ja noch nicht mal mit GTA 4 fertig, von daher... Aber außerdem, ihr müsst mir sagen, wie ihr die Videoqualität findet und ob ich was dran verbessern soll und wenn, wie...
wenn irgendwer von euch Erfahrungen mit dem Roxio Game Capture Device hat, das wäre echt super. Weil ich finde jetzt die Qualität hier so nicht so gut, wie sie eigentlich sein könnte. Es geht sicher noch besser. Vielleicht irre ich mich aber auch, das müsst ihr mir dann sagen. Ich mag die Landschaft in GTA 5 so. Also, falls ich das noch nicht erwähnt habe, ich spiele es übrigens auf PS3. Oh, ich dachte jetzt, ich würde die Kontrolle verlieren. Dann ist mir wieder eingefallen, dass man ja Autos in GTA 5 in der Luft steuern kann. Genau, das stört mich ehrlich gesagt ein bisschen in GTA 5. In GTA 4 war es, hat sich realistisch angefühlt. Bei Motorrädern zwar nicht so, aber bei Autos zumindest... Oh mein Gott, ich bin falsch abgebogen. Aber bei Autos hat sich zumindest realistisch angefühlt, die Steuerung. Und, naja, das fehlt hier. Hier ist es eher Arcade-Steuerung. Ich finde es ein bisschen blöd, um ehrlich zu sein, aber hey, mein Gott. Dieser... Hat er mir gerade den Mittelfinger gezeigt? Unbewaffnet, genau, hier. Man kann nämlich einen Mittelfinger... Man kann nämlich anderen Leuten den Mittelfinger zeigen. Hier. Richtig nice, ne? Wenn man unbewaffnet L1 drückt, geht das. Ich liebe das. Autobahn ist ja überraschend leer heute. Nämlich genau dann, wenn man Autos braucht, die nicht so verkacke sind wie das eigene Auto. Naja, sagen wir mal so, das ist das Leben. Damit muss man klarkommen. Ich höre einen Zug. Naja, wir haben ja vorher schon gesehen, wie viele Chancen ich gegen einen Zug habe, deswegen sollte ich das jetzt mal besser unterlassen, das weiter zu versuchen. Ups, tut mir leid. Bremsen wir ihn aus. Und stellen uns den Weg. Denn das, meine lieben Freunde, ist ein Audi. Und jetzt, meine lieben Freunde, ist es mein Audi. Wow! Obwohl ein schwarzer Audi zwar auch echt geil ist, aus meiner Sicht mehr Stil hat, aber Franklin hat was Weißes an und er ist ein Schwarzer, deswegen braucht er einen weißen Audi. Das ist einfache Logik. Übrigens, wenn man hier an der Seite lang fährt, dann fängt der Controller an zu vibrieren. Das ist auch so mit den Seitenstreifen. Das ist richtig nice gemacht, um ehrlich zu sein. Ich finde das echt gut. Das würde mir am PC dann fehlen, wenn sie es am PC irgendwann mal rausbringen. Ich hoffe halt schon. Wäre auch scheiße, wenn sie es nicht machen. Ich meine, das wäre richtig arschig. Auf PC ist es auch, ehrlich gesagt, für mich deutlich leichter zu let's playen und die Video-Settings anzupassen. Ist auch deutlich leichter. Ich habe hier nämlich erstmal ein GTA-Video-Settings machen müssen. Davor habe ich das... habe ich die PlayStation aufs Game Capture Device einstellen müssen. Dann habe ich nochmal Video Settings im Game Capture Device mit dem Ding nehme ich auch gerade auf vornehmen müssen. Das war jetzt gerade, ja, das ist aufwendig. Das ist aufwendig. Aber ich will euch GTA 5 zeigen. Man kann auch rufen. Wollte ich nur mal anmerken. Ich habe ein kleines Delay drin übrigens. Also ich sehe nicht. Das lag jetzt nicht am Delay, das lag an meiner eigenen Dummheit. Aber oh hell yeah. Das hier, das ist aufgetunt, das ist jetzt meins. Uiuiui, wie aufgetunt. Ich habe ihn einfach rausgetragen. Ja, nimm mein Audi von mir aus. Aber das ist jetzt meiner. Der Sound gefällt mir. Ich wollte eigentlich nicht auf L1 drücken, ich habe dann irgendwo auf L1 gedrückt. Ich wollte hier drauf drücken und den Radiosender. Das hier. Wow! Okay, ich bin nicht gut gefahren. Ich werde das jetzt nicht aufs Delay schieben. Das Delay kann man berechnen im Kopf. Ich hab... Ja gut, das ist auch nicht mal leicht, das zu berechnen, aber es geht schon. Ja, hast du ein Problem? Warum? Egal. Ich habe mir irgendwo einen Wegpunkt gesetzt. Ich will jetzt noch hinfahren. Das Problem ist, ich habe hier mich ja mit Franklin einmal verhaften lassen auf diesem Speicherstand. Ich habe auch noch einen, wo ich Waffen habe. Aber ich glaube, ich werde eher mal auf Michael oder Trevor wechseln. Ich bin einfach mit Franklin ein bisschen rumfahren. Oh. Hast du einen Schaden, du Hurensohn? Du dummer Wichser. Oh, er ist tot. Okay, auf Michael will ich jetzt nicht wechseln. Ich wechsle dann auf Trevor, weil hier gibt es irgendwo so eine geile... Genau, das hier. Das ist, also, Spoiler. Franklins Spezialfunktion. Man kann in Slow-Mo hier durchfahren, das ist zwar komplett unrealistisch, aber es hat irgendwie Stil. Oh, hell yeah. Oh, hell no. Okay, das wollte ich nur mal kurz auch zeigen. Das war meine Motorhaube. So, und jetzt wechseln wir mal auf Trevor. Ja, Trevor. Dauert manchmal ein bisschen. So. Erstmal rauszoomen. Alles weiß. Super Video-Settings und so.
Ja, es dauert ein bisschen. Also die PlayStation 3 musst du ziemlich laden, um dann irgendwie zu laden, was die gerade machen, die Leute. So, gucken wir mal, was Trevor gerade gemacht hat. Oh. Okay. Was zum Teufel, Trevor? Oh, ich feiere den Kerl so. Da hinten steht sein Auto. Aber wir wollen jetzt Stress anfangen. Und was nehmen wir denn? Nehmen wir das St Karabiner oder Stumm? Nehmen wir das Sturmgewehr mal. Die AK ist cool. So, fangen wir Stress an. Ja, keiner mag dich. Jetzt bist du tot. Nein, er lebt noch. Jetzt ist er gestorben. Nur wenn der Bildschirm so flasht, dann ist er tot. So, und die Cops kommen. So. Von wo? Sie kommen von da hinten. Dann werde ich mich mal besser hinter diesem Auto verschanzen, denn die Cops sind hier echt. Die sind nicht schlecht. Vor allen Dingen die abzuhängen. Ja, das ist nicht easy. Im Normalfall. Ne, die kommen jetzt doch aus der Seite. Aus der Richtung. Da muss ich mich eben auf. Die kommen aus beiden Richtungen, diese Hurensöhne. Das war nicht richtig gezielt. Scheiße, Mann, die haben mit Shotgun. So, au, 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 das hat weh. Ich klaue jetzt den Wagen und versuche sie jetzt mal abzuhängen. Das wird nämlich. Oh, scheiße, ich habe jetzt schon Helia. Oh, kacke, das wird richtig heftig. Aber ich werde es mal versuchen. Selbst! Dann auch mit der Scheiße! Kraftbombe. Nein, die setze ich jetzt mal nicht an. Pistole auch nicht. Diese komische Pistole da auch nicht. Elektroschocker bringt mir nichts. Eine Mikro-USB. Ja, die ist doch schön. Aus dem Weg! Scheiße, Mann! Ich habe vergessen, mich anzuschneiden. Also sagen wir es so nicht. Ich, sondern Trevor. Well, shit happens. Dann bin ich jetzt tot. Spawn mein nächstes Krankenhaus raus und mach gleich wieder Stress. So. Während das leert, habe ich schnell mal eben meine Zigarette aufgeraucht. Ich weiß noch gar nicht, mit welchem Programm ich das am besten rendere. Entweder Sony Vegas oder Ding. Ja, okay, dann gebe ich halt meine Distanz. Ich glaube, ich nehme Fantasia Stuhl. Oh! Tut mir leid, Leute. Diesen Laden, diese Nebenmission muss ich jetzt kurz erfüllen. Also Vorsicht, Spoiler. Also, wenn ihr das nicht sehen wollt, dann macht jetzt, dann spult vor. Ich kann euch noch nicht sagen, zu welcher Stelle, aber ich werde es wahrscheinlich in die Beschreibung packen, weil das ist nämlich ein totaler Spoiler. Den weiß ich noch nicht mal, ob Freddy den schon kennt, von daher, der geht ja irgendwie auch durch, nach mir durchgezockt, logisch. Er hat ja auch Job und sowas. Ich habe ja sowas nicht. Aber das muss ich jetzt kurz machen, weil ich habe so lange gebraucht, diesen scheiß Band zu finden. Au, fuck. Bullshit. Ah, Gottverdammte Scheiße. Fahrt mir verfickt nochmal nicht in den Weg. Ich bringe euch um. Ach, das wird eine längere Fahrt. Also es kann jetzt ein bisschen. Macht denn nur das da? Hab ich meinen Tod? Ach, egal. Das kann jetzt eine längere Fahrt werden. Ich sollte auch auf meine Lichter achten. Mein rechtes Licht ist schon kaputt. Ich mach mal kurz auf Fernlicht, damit ich ein bisschen mehr sehe. Mit nur einem Scheinwerfer brauche ich das. In der Nacht ist es ein bisschen blöd sonst. Welchen Sender ist denn der? Oh, der ist auch ganz gut, aber ich mag den am liebsten. Den und den hier. Nonstop Pop FM und Radio Los Santos höre ich am meisten. Radio Los Santos noch ein bisschen mehr als Nonstop Pop FM. Jetzt kann ich hupen. Da habe ich schon gedacht, warum ich gerade nicht hupen kann. Junger Hurensohn. Ich glaube, ich schalte jetzt mal hier auf Mittelfinger wieder. Also auf unbewaffnet. Zack, zack. Unbewaffnet. Da, jetzt kann ich Leuten den Mittelfinger zeigen. Mittelfinger! Boah, scheiße! Plötzlich ist vor mir ein Auto. Genau deswegen sollte man immer nach vorne schauen, wenn man fährt. Sieg ist doch gut. Ich werde wahrscheinlich dieses Video nicht mal veröffentlichen dürfen in Deutschland, wegen Copyright und so auf Musik, bla bla bla. Wenn die GEMA da eingreift, ich glaube, ich schlag die kaputt. Ich glaube, ich schlag die kaputt. Oder ich zeige euch einfach nochmal, wie man das Ganze entdingst, bla, dieses jenes. Ich werde auch diesen Videolink, falls es wirklich gesperrt wird, irgendwo runterpacken, aber ich hoffe einfach mal, dass es nicht gesperrt wird. Das wäre richtig scheiß verworfen, das wäre so kacke von der GEMA. Oh, das ist mies. Oh, ich würde die GEMA zu boxen. Schreien die
wieder. Ich verstehe nicht. Na gut, ich habe auch ein bisschen leiser gestellt, weil sonst verstehe ich mich nicht mehr. Und ich sollte mich beim Aufnehmen schon ein bisschen verstehen. Weil sonst schreie ich euch die ganze Zeit nur noch an. Das gab es auch schon in Let's Plays. Ja, ich glaube, das wisst ihr am besten. Ah, da vorne, endlich rechts raus. Oh, wow, 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 fahren wir nicht weg. Und so ein halber Motherfucker. Jetzt. Jau. Tut mir leid, war keine Absicht. Aus dem Weg. Gehen vor allen Dingen. Das ist ein Auto, geh aus dem Weg. Brav gewartet, brav. Okay. Ich glaube, jetzt soll es nicht mehr allzu lang sein. Ich meine, der meiste Weg wieder über Autobahn zurückgelegt, weil es einfach der schnellste ist. Oh yeah. Einfach mal direkt über Land fahren. Geh, komm, komm. Oh, das Auto fühlt sich fast so an, als würde es hier halb verrecken. Ich meine, es ist von der Geschwindigkeit her gut dabei, aber es fühlt sich vom Fahrverhalten her anders an. Ah, endlich, ich bin da. So, Vorsicht, jetzt kommt die richtige Spoiler-Szene. Die habe übrigens ich auch noch nicht gesehen. Also wer sich nicht spoilern lassen will, sollte da jetzt auch nicht reingehen. Wer sich nicht spoilern lassen will, der hätte es vorhin schon vorspulen sollen. I got the meds, Mom! Mom! I got the meds! Wo ist sie jetzt schon wieder hin? Mom! No, Mother! Aber Trevor. Die Mission geht weiter. Wett? Ich habe eine längere Nebenmission ausgelöst. Well, fuck. Tja, so schnell wird das M Let's Fun ein ungewolltes Neben-Let's Play von, naja, eher ein Let's Spoiler. Ich glaube, ich nenne es wirklich Let's Spoiler oder so. Es ist rot. Jetzt ist es grün. Ah, Franklin. Yo. Oh. Was ist jetzt im Spiel los? Ah, okay, das wollte nur speichern. Naja, ich mach jetzt erstmal diesen scheiß Wegepunkt da weg. Das stört mich nämlich. Zack, zack. Nein, zack, zack. So. Komm schon halt an! Au. Close enough. Ich will jetzt mal rausfinden, wie PewDiePie das eigentlich gemacht hat. Yeah, ich habe die Stoßstange kaputt getreten. Er ist gesprungen und hat irgendwas gedrückt. Ah, er hat Schlagen gedrückt. Kreis. Erst springen und dann Kreis. Boom. Perfekter Faceplant. Oh mein Gott, PewDiePie ist so cool. Ich will darauf Faceplant machen. Ich bin drüber hinweggeflogen. Oh, oh. Guck mal, dem Fahrrad fehlt da was. Ich glaube, es wurde geklaut. So, also, ja, Vorderreifen einfach mal so. Ich wollte eigentlich gerade Faceplant darauf machen. Ah, oh, oh. Das hat sich schmerzhaft dann gehört. Free Hugs! Sorry. Oh, ich mache jetzt PewDiePie nach. Es ist einfach zu cool. Oh mein Gott! Ich habe die Scheibe. Oh, es wird die Scheibe eingeschlagen. Dafür kriegt er einen Schlag gegen den BMW. Willst du dich mit mir anlegen? Ich schlag dich. Boah, prügel dich kaputt, du Hurensohn! Prügel die Scheiße raus! Aus dem Leib. Ja, das war ein schöner Konter. Bam! Dann noch voll reintreten und... Oh, ich bin kaputt. Fotze. So. Nehmen wir einfach mal deren BMW. Irgendwie ein schönes Auto. Und bauen noch einen Unfall oder so zum Abschluss. Ah, die Cops. Oh Gott, versuchen wir die Cops zu entkommen zum Abschluss. Ups, tut mir leid. Da vorne... Okay, da vorne ist die Cops. Dann fahre ich jetzt da oben nach links. So, es dauert eine Zeit lang, bis man die Cops dann auch abgehängt hat. Dauert richtig eine Zeit lang, aber wenn man sich gut versteckt, dann geht das schon. So, man muss nur rausfinden, wo man sich am besten versteckt. So, ich bin mal, ob sie mich da finden, weil normal würde ich mich jetzt nicht mehr finden. Ich bin ein ganz gutes Versteck. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Ich halte mich jetzt die ganze Zeit hier hinten auf, fliege vielleicht ein paar Mal auf die Fresse, weil ich es lustig finde. Oh mein Gott. Ich liebe es, dass PewDiePie mir gezeigt hat, dass das geht. Das glaube ich dir, mein Freund, das glaube ich dir.
Bam! Oh, schade, dass man nicht. Oh, ich will die Treppen runterfallen. Ich will die Treppen runterfallen. Oh, oh. Aua. Okay, ja, seht ihr, so kann man die Bullen nämlich auch abhängen. Oh, ich bin übers Auto drüber. Oh mein Gott. Okay, ja, ich wollte euch das einfach nur mal zeigen. Ich finde es recht cool, dass ich das auch aufnehmen kann und alles. Ich mag dieses Spiel. Oh Gott. Ich liebe dieses Spiel, verdammte Scheiße. Was komme ich mit Marke? Ich meine, ist auch noch komplett falsch ausgesprochen. Oh yeah. So. Und ja, damit beende ich das Let's Play. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein. Tschüss.